Hallo ihr Queerlinge, Jacks Ex-Alb und Bestie von Xarkor schneidet ins Genick und davon ist ein Patron. Kann ich dich irgendwie schön wegballern? Bleib hinter mir! Ach, der versucht jetzt... Oh mein Gott, der geht jetzt den ganzen Weg. Oh, oh. Ich hatte kein Dings mehr. Kein Bums und keinen Auftrieb. Patrönchen. Ach Mensch, Jax, jetzt steht er ja mal irgendwo hin. Ja, guck mal. Ich erledige das. Ja, mach. Das macht Spaß, du hast 6 Elex dabei, die will ich haben. Ja, so geht's mir auch immer, wenn ihr mich anglupscht und anspuckt. Ja, Viechter. So, das war zum Warmwerden. Dann, ich war ja zuletzt hier so in dem Bereich. Und hier bei den Ruinen bin ich aber noch nicht gewesen. Ich würde da jetzt mal hin und dann führt mich mein Weg geradeaus hier weiter. Da so hin und dann hier so hin und dann hier wieder zurück zum, über den anderen Pass. Und dann will ich mir den Berg nochmal genauer anschauen, aber das wird alles in dieser Episode wohl nichts werden. Weil es halt so groß ist und alles so lange dauert hier. Kra, kra, kra. Oh. Ah, Seelenkraut. Hier liegen ein paar Splitter. Exit. Ich weiß, ich habe auch einen Level-Up zu machen, aber irgendwie habe ich da gerade keinen Bock drauf. Die letzte Episode war ja schon eine Episode des Nicht-Erkundens und Nicht-Schießens. Sondern eine Episode der runtergelassenen Kinnlade. Eine Episode des Staunens. Und eine Episode des, habe ich immer schon gewusst, irgendwie. Jetzt kriege ich hier. Da, du kriegst den EMP. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Kaya, mach dein Ding. Kaya, High Five. So. Hier bin ich zwar schon mal rumgelaufen, das ist hier ein regespawnter Gegner, ein wiedergespawnter, also ein wieder aufgetauchter Gegner, nennen wir es so. Regespawn ist ein Scheißwort. Und hier war ich noch nicht wirklich am Plündern, dass ich diesen Pfeil rechts gesehen habe, ist ein Wunder. Aber ich will ja auch... Es wird ganz anders, wenn ich mir vorstelle, dass es bald überall so aussehen könnte. Achtung. Ich will ja auch ein paar Punkte noch machen. Deswegen ist nur eine tote Kampfmaschine eine gute Kampfmaschine. Jetzt aber mal Brillenwechsel. Gibt es auf dieser Alp-Wehrmauer hier irgendwas zu plündern? Das ich noch gerne hätte. Elektroschrott. Hm. Kommt man hier rein in dieses, in diesen Bunker, in dieses Ding? Ja, kommt man. Und hier ist gar nichts. Och, Mann. Oben auf dem Dach ist auch nichts. Man steht einfach nur hier und es ist kalt. Den Pfeil habe ich schon. Ja, toll. Und hier. Eine Kiste, immerhin. Zu einfach. Elektroschrott und Elixit, warum wird mir eigentlich bei Kisten nicht mehr angezeigt, was die für eine, was die für einen Rang haben? Das ist komisch. Bleib mal oben. Ist viel cooler da oben. Energiezellen kannst du gebrauchen. Dann kannst du wieder daneben ballern, wie ein Irrer. Und das Kindchen ist da, alles wird gut. Oh.
Gruselig. Mhm. Sag das dem Kindchen, nicht mir. Hier, ein bisschen Alexit. Schlaf. Boxen. Ein kleiner blauer Stein. Schön. Und in den anderen Bunker hier ist gar nichts. Ja. Oben auf dem Dach ist hier was. Immerhin. Ein Fläschchen im Nagellack. Naja, Mana-Trank. Und ansonsten... Elixit, Heilkraut... Und Elixit. Und Elixit. Jo. Ich kann mein neues Ziel setzen auf der Karte. Wiesenkraut. Und da drüben auch noch was. Also, hier zwischen diesen ganzen Dingern war ich jetzt. Hier oben war ich auch schon. Deswegen gehe ich jetzt mal mehr oder weniger schnurstracks zu dieser Ruine, immer an der Felswand lang. Ich sehe nicht wirklich viel. Aber den Moloch sehe ich doch. Na. Ich schieße dich einfach alle. Ich habe so viele Lebenspunkte, so viel kannst du nicht kratzen, auch nicht auf Ultra. Glaub's mir. Schneeklauen. Und die haben dem Moloch gar nichts getan. Was soll denn das? Ich dachte, Mutanten und Tiere, die gehen sich gegenseitig an die Gurgel oder an die Gurgeln. Ich glaube, Mutanten haben mehrere davon. Zumindest ein Moloch hat mindestens eine. Aber ich glaube, mehr. Ach, ein Moloch. Ekelhaft. Da oben das nächste Ruinchen. Mal ein bisschen grob nach Kräutern geguckt, die ich vielleicht auch so sehe, auch wenn ich die Kräuterbrille gar nicht trage. Edge a Badge. So nicht. Da unten ist irgendwas. Irgendwas, um das ich mich kümmern muss. Naja. Das gibt immerhin einen dicken Pelz. Da kannst du dir mal eine Pelzmütze draus stricken lassen, mein Lieber. Du mit deiner Glatze hier im Schnee, das ist scheiße. Ach du meine Güte. Es geht los. Mhm. So wie dazu, auch hier Mutanten. Plasmazellen, Elektroschrott, ne, Metallschrott. Noch mehr von euch Bengeln? Oder Biestern? Macht schon Sinn, nochmal die Brille zu wechseln. Die sind da unten. Die sind mir tendenziell erstmal egal.
Hier hinten vielleicht eher weniger. Gefährliche Gegend. Alles ruhig. Ratte, mal nicht an die Wühler. Das habe ich aber gerade echt Edex hier. Wow. Oh. Die nehmen wir doch gerade mit. Edex hat Ader. Packer die weg. Prima. Ob ich mal unten rumgehe und die anderen umballere oder eher nicht so. Na, eher nicht so. Die scheibe ich nicht zu sehen. Die kommt noch früh genug dran. Schnauzekrähe. Edex-Trank. Und wieder so ein Ding. Heilung. Moment mal, das könnte vielleicht... Vielleicht ist das ein Alpzauber der Heilung. Habe ich sowas? Es gibt doch diese Alpdinger hier. Objektsicht und Machtwelle oder so ein ähnliches Zeugs. Wo ist denn das? Ist nirgendwo dabei. Toll. Ist das hier? Wo ist das eigentlich? Das ist eine gute Frage. Das sind die Anleitungen und Rezepte. Das sind die Dokumente. Das sind die Questen. Ach, das sind Waffen, natürlich. Hier, irgendwo. Da. Ist das so eine Heilung? Heilung 2. Ach, das ist das. Ein verbrauchbarer Alpzauber der Heilung ist das. Hm. Aber die ganzen anderen Dinger, die sehen ja so mechanisch aus, so wie so ein. Wie so eine Kurzhantel schon irgendwie fast. Oder wie so ein. Wie nennt man das? Einen Kreisel oder sowas ähnliches. Browser. Becher Heiltrank. Jedenfalls ist jetzt klar, was das Ding war, was ich da neulich mal gefunden hatte in Ignadon. Neulich vor. 20 Episoden. Zigarettenstangen. Anleitungsalarm nochmal. Da. Meinungsverstärker, das ist auch ein Stimm. Man kann es nicht abbrechen, wenn man sich einmal verklickt. Du bist ein neues Ding, richtig? Dich kenne ich bisher noch nicht. Da. Ist ein Stimm. Ich brauche dafür Mandibeln, ein reines Edex und Elektroschrott. Und das macht einen Meinungsverstärker, da mache ich 200% mehr Schaden. Ja. Vielleicht benutze ich es mal, vielleicht auch nicht. Mandibeln habe ich ja schon teilweise verkauft. Kann man aber zurückkaufen zur Not. La 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 la. Da oben ist was. Ich kann die Treppe hoch. Das ist schön. Ja. Ah, die Truhe hat wieder mir gezeigt, was sie für den Rang hat. Das ist hier so zu machen. Ja. Zu einfach. Da gebe ich dir recht. Weinstarker Energiespeicher Eisenerz. Ich sehe ein Tresor. Verbandstasche. Fünf ist größer als vier, ist kleiner als sieben, ist größer als drei. Fünf, eins, null. Geht doch. Ah. Brause und gut erhaltene Konservendosen. Spinnt? Nee.
Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Wo willst du denn hin verschwinden? Wir haben ja was zu tun in Xagor. Mensch. Da liegt doch ein Schwert unten. Wieso habe ich das nicht gesehen? Da! Mann. Dreh dich halt um, Held. Akolytenschwert 2. In voller Pracht. Da. Prima. Und hier geht's mal wieder runter. Und nein, ich hätte ja mal gemutet, dass es hier vielleicht einen Weg in den Berg rein gibt, weil da hinten so ein Eisgigant oder irgendwas im Berg drin steht, aber gibt's hier nicht. Dann ist das wohl ein Bug. Das hätte mich aber auch gewundert, wenn es hier in den Berg reingegangen wäre. So, nochmal check. Alles weg, alles weg. Dann gehen wir weiter. Wobei. Nee. Ich nutze den Rest der Episode jetzt hier, um ausgedehnt, sehr ausgedehnt, ja, den Berg noch anzuschauen. Und dann hier nochmal an der Kante lang zu schwirren, damit ich die beiden Brocken wirklich weg habe. Das heißt, ich sollte mal irgendwie da so anfangen. Und das ist jetzt, tja, nur begrenzt spannend. Aber so lange ist die Episode auch noch nicht, dass ich jetzt hier auf die Tube drücken kann und dann war's das. Dann nehme ich euch noch ein bisschen mit. Vielleicht finden wir ja was. Ja, toll. Na komm, da war gerade Leertaste drücken. Jax, du machst mich gerade irre. Danke. Das ist nicht die richtige Brille, die ich aufhabe. Da sollte ich tunlichst die andere anziehen. Hier ist dieses Akolytenschwert neu. Das ist egal. Werde ich sowieso nicht benutzen. Ist aber ein Einhänder. Ist okay. Kann man ausschlachten. Wenn man Outlaw ist, bin ich ja. Da drüben. Wirklich ganz da drüben? Echt? Auf dem Gipfel? Ist da mein Marker? Scheiße. Das ist ja richtig viel weit und hoch. Aber auf dem letzten Berg massiv nebenan, da gab es echt zwei Geheimverstecke. Also mindestens zwei, ich habe zwei gefunden. Vielleicht habe ich auch eins nicht gesehen. Na gut, hier ist nix. Dann checken wir mal, also wenn hier nichts ist. Ich gehe erstmal wirklich auf den absoluten Höhenzügen rum. Dann da. Dann dort und dann da hier so. Und dann muss ich da einmal an den niedrigeren Bereichen rundherum. So grob ist das der Plan. Na, geht das gut? Ah, nicht wirklich. Kaya, wir wollen eigentlich weiter hoch. Was Jax aber nicht so sieht. Komm hier. Bleib bitte oben, ja. Kann man hier hochlaufen einfach? Das geht sogar. Und so mega kalt ist es hier auf diesem Gipfel auch nicht, erstaunlicherweise. Ah, schaut mal. Ist das geil. Ist das geil. Das ist zum Brüllen. Die beiden Bretter und die beiden Stecker. Es ist zum Brüllen. Oh, ihr Kraut. Das ist schön. Das wird, glaube ich, der Screenshot für das Video-Thumbnail. Aber leider ist da ja nichts anderes dabei, richtig? Oder bin ich jetzt komplett blind? Liegt was unter dem Schnee oder so? Das wäre ja gemein. Na ja, schimmert nichts blau. Ah, wer von euch kannte den? Huh?
Das ist nur eine Baumspitze, jo. Nicht gut. Gar nicht gut. Was ist denn schon wieder los? So. Ich will mal auf die höchsten Spitzen, habe ich gesagt. Dann sollte ich mal dahin. Das ist da drüben. Hüpf. Nix. Ich habe auch irgendwas. Meine ich. Es ist sehr hell, oder? Dahin noch und dann irgendwie dann darüber. Und darüber heißt konkret... dahin. Das ist da oben der Berg. Dieses skifahrende Skelett. Man glaubt es nicht. Hier oben wäre eine schöne Stelle, um was zu verstecken, weil es wieder der höchste Gipfel ist. Und keine Sau hier hingeht. Was ist das da? Weiß ich nicht. Da oben ist wieder eisig kalt. Ich sehe gar nichts mehr. Ich werde hier auf dich warten. Ja, mach. Das ist alles komplett weiß. Okay, also da oben ist offenbar gar nichts. Also, Jax! Wo bist denn du? Scheiße! Jax, was machst du? Wo bist du? Da ist Kaya, weil Kaya ist nichts, das weiß ich doch. Oh, ist das übel! Wobei es ja so aussieht, als schüttet da oben was auf dem Berg, richtig? Da über Jacksons Kopf, da ist auch so ein Ding halt, so irgendwas. Moment, speichern. Ist das wieder so eine Skeletthand? Aber das ist nicht die, wo ich schon mal war. Weil die, wo ich schon mal war, die ist hier drüben irgendwo. Auf dem Berg hier bin ich ja gar nicht gewesen. Glaube ich, oder? Wobei, so ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht mehr. Nee, ich glaube, hier war ich noch nicht. Oder ich irre mich gerade kolossal. Da oben ist irgendeine Art Gipfelkreuz. Ich werde hier auf dich warten. Kannst du hier hoch? Ich sehe nichts. Scheiße. Da. Jax, was ist das? Geh doch mal dahin. Es ist die Hand. Aber ist es die, an der ich schon war? Ja, vermutlich. Ich glaube nicht, dass an dieser zweiten Hand dann nur eine einzelne Münze liegt. Au, ist das hell da oben. Krass. Ist was? Und da drüben ist... Was ist das da? Das ist nur eine Textur. Jo. Moment. Stimmt, da war ich auch schon mal. Zigarettenstange. Okay. Goldbrocken. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, weil es Xako ist. Geilwaschek-Alarm. Da. Zeug. 200 Zigaretten sind ja 200 Elixit. Ist nicht wenig. Okay, jetzt bin ich hier über die allerhöchsten Gipfel gedüst. Und das Video ist jetzt lang genug. Ich mache jetzt noch eine Beschleunigung, in der ich, also der, in der, Klamm oder Kluft, beides, aber nicht Klumm, war ich. Und jetzt gehe ich, jettenderweise hier so rum, so auf der halben Höhe. Schaue hier mal durch diesen Schlupf durch.
Dann hier so ein bisschen lang, auch hier runter. Da so überall. Hier bin ich jetzt schon wieder gewesen. Und dann hier nochmal an der Felswand lang. Oder, ja genau. So, irgendwie ungefähr. Und dann sehen wir uns wieder am Beginn der nächsten Episode, wenn ich da nichts Besonderes finde. Und zwar dann wahrscheinlich hier so bei dieser Kreuzung. Genau. Also, ich sag mal, wie immer, bis dahin.